Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen hier aus der Kapelle auf dem Höchsten. Der Theologe Richard Wurmbrand sagte einmal Folgendes: Ohne Gott ist das Leben ein großes Fragezeichen ohne Antwort. Ohne Gott ist das Leben wie ein vom Wind umhergetriebener Vogel oder wie ein tiefer See, der abwechselnd stürmisch und ruhig, geheimnisvoll und unergründlich ist. Ohne Gott ist das Leben nur eine Wolke, die von einem Ende zum anderen treibt, bis sie sich auflöst und verschwindet, ohne ein Zeugnis ihrer Existenz zurückzulassen. Nur mit Gott wird das Leben wirklich zum Leben. Suche daher Gott. Und ich lade Sie ein, in diesem Gottesdienst Gott nicht nur zu suchen, sondern ihn auch zu finden. In den Gebeten, in den Liedern, in der Predigt. Im Miteinander. Ein Gottsucher ist übrigens auch unser Gast heute, Norman Rentrop. Ein Unternehmer, ein Christ, ein Kirchenmann, dem wir übrigens auch Bibel-TV zu verdanken haben. Und so lassen Sie uns an diesem Pfingstfest diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein zu einem ersten gemeinsamen Lied, O komm, du Geist der Wahrheit. Lassen Sie uns miteinander beten mit Worten aus Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, erhöre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
Ich harre des Herrn, meine Seele harret. Und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, wir danken dir für dieses Pfingstfest. Wir machen uns bewusst, wir sind nicht allein. Du hast uns deinen guten Geist geschenkt, der uns tröstet, der uns aufrichtet, der uns verändert, uns immer wieder ermahnt und erneuert. Wir danken dir für dieses große Geschenk und bitten dich, sei jetzt gegenwärtig. Erfülle unseren Raum, unsere Zeit. Erfülle unsere Gedanken und unseren Geist mit deinem Sinn, mit deiner Art. Lass uns Jesus Christus erfahren als frohes Evangelium für uns und für die Welt, das Licht und Trost spendet für unser Leben. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen. In der Bibel steht im 2. Korintherbrief 4, Verse 6 bis 10: Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Freuen Sie sich heute mit mir auf einen ganz besonderen Gast, Norman Rentrop. Er ist Gründer und Inhaber des Verlages Norman Rentrop mit immerhin 900 Mitarbeitern und über 1000 Autoren weltweit. Er ist Mitglied in der EKD-Synode, er sitzt in der Rheinischen Landessynode und er ist Mitbegründer und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Bibel TV. Freuen Sie sich mit mir auf Norman Rentrop und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Rentrop. Ja, danke, dass ich hier auf dem Höchsten einmal dabei sein darf. Sehr gerne. Hand aufs Herz, schauen Sie denn zu Hause noch was anderes außer Bibel TV? Ja. Ehrlich? Das gibt's doch nicht. Ich habe gedacht, Sie würden Tag und Nacht kontrollieren, was in Ihrem Sender läuft. Ja, eben nicht Kontrolle, sondern eben anderen helfen, das
wozu sie bestimmt sind, eigentlich zu erreichen. Wir haben Bibel-TV Ihnen zu verdanken. Was hat Sie bewogen, so einen christlichen Sender ins Leben zu rufen? Gut, gibt es eine lange Geschichte. Vorher, ich bin durch eine Fernsehsendung in Baden-Baden in ein Hotelzimmer geführt worden, wo wir übernachtet haben. Mach die Schublade auf, die Nachttischschublade auf, nimm dort die Bibel raus, fang an zu blättern, blättere, lese mich richtig fest und merke, dass ich ja da gemeint bin. Mhm. Und so kam ich nach vielen Jahren wieder zum regelmäßigen Bibellesen. Mhm. Ein paar Jahre später, große Evangelisation, zu der ich, über die Zusammenhänge überhaupt nichts wissend, so eine richtig schöne schriftliche, formelle Einladung bekomme. Von Bad Godesberg in eine Gemeinde, an der ich zigmal vorbeigefahren war, aber nie drin gewesen war. Mhm. Ich gehe hin. Dort spricht über Satelliten übertragen, damals 1993 schon, der so in mein Herz hinein. Ich hörte, und er macht es so deutlich, was eigentlich bedeutet, ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus zu haben. Mhm. Und er forderte dann zum Abschluss auf, nach vorne zu kommen und sein Leben Jesus Christus zu übergeben. Das tat ich. Mhm. Ein paar Jahre später treffe ich in Berlin bei der Berliner Begegnung, beten für die Obrigkeit, also für unsere Regierenden, für unsere deutsche Bundeskanzlerin, für deutschen Bundespräsidenten, für Staatsoberhäupter aus aller Welt, für die beten, wie uns das in der Bibel ja nahegelegt wird. Da treffe ich den Leiter der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, Helmut Matthes. Und der interviewt mich. Und in dem Interview habe ich das Gefühl, dass mir aufs Herz gelegt wird, Bibel-TV. Mhm. Ich hatte Vorkenntnisse aus zwei Richtungen. Einmal, dass ich mitbekommen hatte, die Geschichte des Jesusfilms, die Verfilmung des Lukas-Evangeliums von einem deutschstämmigen Hollywood-Produzenten, John Heyman, Mitte der 70er Jahre produziert in Hollywood, sehr wortgetreu, der da nicht nur im deutschen, Schweizer, französischen, englischen, amerikanischen, österreichischen Fernsehen gezeigt wurde, sondern Missionaren mitgegeben wird, in über 1000 Sprachen dieser Welt übersetzt. Beispiel Papua-Neuguinea las ich dann in dem Bericht. Maulesel, Generator drauf, Projektor drauf, Leinwand drauf, Filmrolle drauf, Tagesreisen in den Dschungel oder in den Busch. Normalerweise kommen dann halt eben die Menschen dort von alleine zusammengelaufen, weil so viel mediale Abwechslung gibt es dort nicht. Und dann wird vor dem Dorf, sagen wir 200 Einwohner, der Film gezeigt. Und für viele Menschen ist das zum ersten Mal das Evangelium hören. Mhm. Also einmal hat mich dieser Film sehr angesprochen, die Geschichte dieses Films, wie viele Menschen darüber zum Glauben gekommen sind. Und auf der anderen Seite, ich war damals bei NTV, dem Nachrichtenfernsehsender, im Aufsichtsrat, sah ich eben, wie die Entwicklung des Fernsehens von damals analog zu digital kommt. Praktisch gesprochen beim Astra-Satelliten auf denselben Runterbeamer-Platz, auf den ein analoger Sender Platz hat, 10 bis 12 digitale Sender ausstrahlbar. Das heißt, die Kosten würden sich etwa zehnteln. Also von daher wesentlich preiswerter, Fernsehen zu verbreiten. Mhm. Und die Idee, das beides zusammenzubringen, also Bibel, so wie eine Hotelzimmerbibel, in den Fernseher. Das heißt, dass man auf jedem Fernseher zugreifen kann, auf Knopfdruck, auf die Bibel. Mhm. Also biblische Filme, Filme, wie sind die Qumran-Rollen, die Rollen vom Roten Meer gefunden worden, anderes, Kinderfilme, eben das, was das Programm von Bibel-TV ausmacht. Mhm. Das zu zeigen über den Satelliten und zusätzlich über Kabelfernsehen, über Internet, über digitale Antenne, alle die Möglichkeiten, die heute in der Verbreitung gegeben sind, so wie das Internet. Sie waren ein erfolgreicher Macher, Manager mit viel Verantwortung und bekehren sich plötzlich wie ein kleiner Schoßhund bei einer Evangelisation, stehen sogar auf, machen das deutlich, kommen nach vorne, übergeben ihr Leben Jesus. Waren Sie da ganz weit unten oder was hat Ihren Stolz da so verändert?
Ja, mit Stolz hatte das für mich nicht viel zu tun, sondern ich war in dem Moment wirklich hörbereit. Mhm. Und der Evangelist machte es so klar für mich. Mhm. Da kam dieses beides zusammen. Das erinnert mich an diese Stelle, wo Salomo im Tempel war und er gefragt wird, was wünschst du dir? Und er hätte sich wünschen können, alle Macht der Welt. Er hätte sich die Niederlage seiner Feinde wünschen können. Er hätte sich alle Reichtümer der Welt wünschen können. Aber was ich gewünscht hat, war ein hörendes Herz. Mhm. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich höre die Botschaft. Mhm. Und der Wechsel, Macher sein, also im Unternehmen, ich bin nur ein Vollblutunternehmer, mhm. im Unternehmen die Dinge alle in der Hand zu haben, alle gestalten zu können, zu erkennen, dass nicht mehr ich im Mittelpunkt stehe, sondern Jesus Christus im Mittelpunkt steht, Gott im Mittelpunkt steht. Natürlich eine erhebliche Wende. Mhm. Sie sind ja sonst ein sehr erfolgreicher Mensch, schon klein auf. Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, mit 10 Jahren haben Sie das erste Mal Aktien erworben, mit 18 Jahren hatten Sie Ihr Unternehmen gegründet und seitdem sind Sie eigentlich auf Erfolgskurs, sind überall bekannt auch, Millionär vermutlich. Das heißt, es gibt so einen Norman Rentrop vor der Bekehrung und einen Norman Rentrop nach der Bekehrung. Sie gehen heute anders mit den Aktien um, mit den Millionen als vorher. Gut, also ich will zunächst mal sagen, ich bin sehr dankbar meinen Eltern, Großeltern und Lehrern, dass sie mich sehr früh an Dinge herangeführt haben mhm. und mich sehr früh ermutigt haben, selbstständig zu agieren. Mhm. Aktien, die Idee, das ging nicht um Macht oder um Geld, sondern Ideen, das ist das, was mich wach macht. Mhm. Mhm. Als mein Großvater mir erzählte, wie er in Aktien investiert hat und wie das ist, diese Idee mit tausenden anderen Teilhaber zu werden an einem erfolgreichen Unternehmen, da fand ich das klasse. Mhm. Als ich dann mit 15 auf meine erste Hauptversammlung einer börsennotierten, also aktiennotierten Firma fuhr, Schokoladenfabrik in Köln, mhm. da war ich sehr angetan. Mhm. Erstmal war der Inhaber, Hauptaktionär, Vorstandsvorsitzender Dr. Hans Imhoff, jemand, der konnte Geschichten so gut erzählen, mhm. Herr Bräuning, wie Sie. Mhm. Vielen Dank. Und der, meine Schokolade ist jetzt auch nicht so komplex, vorne mhm. Kakao rein und Zucker rein, hinten Tafeln raus. Aber ich verstand mhm. alles, ich mhm. fand das klasse. Mhm. Und als dann hinterher eine Riesentüte Schokolade für jeden Teilnehmer gab, da fühlte ich mich natürlich fürstlich behandelt. Mhm. Und das mit dem Verlag. Ich war 12 Jahre alt, da fuhr ich mit dem Bus in die Stadt, mhm. treffe einen Klassenkameraden aus der Parallelklasse, Peter Koch. Der sagt, Norman, wir wollen eine Schülerzeitung machen, willst du mitmachen? Ich wollte. Dann sind wir gemeinsam zu mehreren zu unserem Direktor gegangen und haben dem gesagt, wir wollen eine Schülerzeitung machen. Mhm. Und der hat uns, Robert Gelberg sein Name, hat uns sehr ermutigt, hat uns sogar einen eigenen kleinen Raum in der Schule zur Verfügung gestellt. Mhm. War natürlich sehr angetan. Aber er sagte eine Bedingung. Wir spitzten die Ohren. Er sagte, nie wieder 6.000 Mark Schulden mhm. für die Schulkasse. Und wir sagten, wie bitte? Es war Ende der 60er Jahre, war 6.000 Mark richtig viel Geld. Mhm. Er erklärte das dann. Er sagte, da gab es 3 Jahre vor euch eine Gruppe von Schülern, die wollten auch Schülerzeitung machen, haben das gemacht. Nur die haben nicht so richtig gewirtschaftet. Haben sich bei einem Drucker, der die Schülerzeitung gedruckt hat, insgesamt 6.000 Mark mhm. Schulden aufsummiert. Und der Drucker hatte offensichtlich erst sehr höflich erinnert, dann deutlich gemahnt und irgendwann wutentbrannt zum Hörer gegriffen und den Direktor der Schule angegriffen, mhm. der wahrscheinlich den Hörer, den Telefonhörer, einen Meter weghalten musste. Mhm. Jedenfalls hat der Direktor dann mit dem Kollegium beraten, was machen, und hat sich dazu entschlossen, aus der Schulkasse, um den Ruf der Schule nicht zu ramponieren, aus der Schulkasse diese Schulden mhm. zu übernehmen. Und er hatte verständlicherweise kein Interesse daran, dass sich so etwas wiederholt. Mhm. Jetzt hätte er sich das Leben ja einfach machen können. Er hätte ja sagen können, Schülerzeitung, ganz schwierig. Aus versicherungstechnischen Gründen lehne ich das ab oder aus anderen formellen Gründen habe ich ja überhaupt kein Interesse daran. Mhm. Hat er aber nicht getan, sondern er hat uns ermutigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er uns klar mit dem Problem vertraut gemacht. Mhm.
So viel Vertrauen, was wir empfanden, haben wir natürlich jetzt sofort umgesetzt, indem wir doppelt fleißig die Eisdielen, Bäckereien, Buchhandlungen am Ort abgeklappert haben, um Anzeigen zu sammeln für die Schülerzeitung, um auf jeden Fall die Druckrechnung bezahlen zu können. Und wir haben unsere Zusage dem Direktor auch nie brechen müssen. Wir haben sie stets einhalten können, also die Schulkasse kein einziges Mal belastet. Ich fand aber die Idee großartig, einmal aufschreiben und dann tausendfach über die Druckerpresse multiplizieren, also der Gedanke der Multiplikation. Und so habe ich dann mit 15 als Lokalreporter für die Bonner Rundschau, einer der beiden Zeitungen bei uns am Ort, Artikel schreiben dürfen. Also mit dem Mofa durch Godesberg gefahren, Artikel geschrieben, warum dürfen die Taxifahrer nicht auf die Busspur? Riesendiskussion im Godesberger Stadtrat, dann durften sie. Ich konnte also dazu beitragen, wie ich es empfunden habe, meine Stadt besser zu machen, und wollte dann eine eigene Zeitung machen. Als das Projekt scheiterte, habe ich dann einen Fachverlag aufgebaut mit 18. Und fühle mich als Verleger sehr wohl, weil ich kann diesen Ideen nachgehen. So, was hat sich jetzt geändert? Geändert hat eben sich das mit dem Macher sein. Also vorher hatte ich das Gefühl, ich müsse immer in Kontrolle sein. Das war bei der Eingangsfrage mit der Kontrolle. Nee, ich habe volles Vertrauen zu denen, die in Hamburg Bibel-TV machen. Dass ich da nicht das Gefühl habe, ich müsse ständig daneben stehen. Dieses Vertrauen geben, was mir damals von meinem Schulleiter entgegengebracht wurde, dieses weitergeben zu dürfen, das finde ich das Großartige. Klar wird er hin und wieder mal enttäuscht. Ich muss sagen, unterm Strich fahre ich damit sehr, sehr viel besser. Vielleicht ist das ja auch das Erfolgsgeheimnis. Ich kenne Sie schon etwas länger. Und immer, wenn ich Sie treffe, wenn es zu einer Begegnung kommt, dann habe ich den Eindruck, Mensch, der strahlt Sanftmütigkeit aus, der strahlt Barmherzigkeit aus. Der hat ganz viel von Jesus. Bringt sie eigentlich auch irgendwas auf die Palme? Ja klar, natürlich. Echt? Wann zum Beispiel? Also ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Ich habe meine Stimmungsschwankungen, ich habe Hochphasen und Tiefphasen. Es gibt auch bei mir Situationen, wo ich sage, das hätte ich lieber nicht so hart gesagt, das würde ich lieber zurücknehmen. Es gibt auch bei mir Situationen, wo ich sündig werde, wo ich Fehler mache. Also von daher bin ich immer wieder dankbar, diese Gnadenzusage, die wir im Evangelium erfahren. Und können Sie uns zum Schluss auch noch eine Pfingstbotschaft mitgeben? Was bedeutet Ihnen persönlich Pfingsten? Offen sein für den Heiligen Geist. In einem Satz. Fantastisch. Herzlichen Dank, Herr Rentrop. Wir haben Ihnen viel zu verdanken. Jetzt im Gespräch haben wir Sie näher kennengelernt. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für alles weitere Machen. Viele kreative Ideen werden Sie uns zum Segen. Und lassen Sie sich segnen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Dasein. Herr Moll, Ihnen vielen Dank. Gottes Segen. Möge er Sie weiter schützen und behüten. Vielen Dank. Zusammengekauert sitzt er im Studierzimmer seines Pastors. Er fühlt sich total zerschlagen. Tränen laufen über das eingefallene Gesicht des Jungen. Komm schon, sag doch, was dich derart bedrückt. Gütig lächelt ihm sein Pastor zu. Endlich rappelt sich der Junge auf. Papa hat recht, das kriege ich nie hin. Nie. Was ich hinkriege, sind Nullen. Nichts als lauter Nullen. Und er schreibt auf ein Blatt Papier ganz viele Nullen auf. Alles, was ich hinkriege, sind lauter Nullen, sagt er noch einmal. Der Pastor zückt seinen Notizblock.
Der Junge fährt hoch. Aber du schreibst das doch nicht etwa auf, oder? Beruhige dich. Den Zettel, den ich jetzt aufschreibe, den kriegst du nachher, wenn deine Anklage fertig ist. Endlich war er soweit und Jakob trat zu ihm hin und wieder sank der Junge zusammen. Er sah nämlich auf dem Zettel, den der Pastor schrieb, auch lauter Nullen. Der Pastor hatte lauter Nullen draufgeschrieben. All das, was der Junge anscheinend in seinem Leben verbockt hatte. Er zeigte ihm den Zettel. Stimmt, das bist du. Aber weißt du, du hast doch dein Leben Jesus übergeben. Das alles, was du hier verbockt hast, das hat er auf sich genommen und in Ordnung gebracht. Die ganzen Nullen sprechen nicht mehr gegen dich. Jesus hat sich zwischen Gott und dich gestellt. Nichts. Gar rein nichts Verwerfliches findet Gott an dir. Und vor die lange Reihe von Nullen schreibt er eine Eins. Und jetzt sage ich noch einmal, das bist du. Du bist kostbar für Gott. Gott hat dich lieb. Nicht, weil du so tolle Leistungen vollbracht hast, sondern weil Jesus für deine Fehler gerade stehen darf, weil du Gott vertrauen hast. Du bist sehr kostbar in den Augen Gottes. Und jetzt schau noch einmal an, was du bist. Eine Eins mit ganz, ganz vielen Nullen. Eine unwahrscheinlich große Zahl. So wertvoll sind wir. In den Augen Gottes, auch wenn sich das so ein bisschen kindlich oder kindisch anhört, das ist die Tatsache und das lässt sich hier im Buch des Lebens in der Bibel nachlesen. Die Frage ist, glauben wir das? Glauben Sie das persönlich, dass Jesus Christus aus den vielen Nullen und Nullnummern Ihres Lebens trotz allem etwas Kostbares und Wertvolles macht? Natürlich, die Nullen stehen da für all das, was uns misslungen ist, wo wir versagt haben, wo wir anderen etwas schuldig geblieben sind. Die Nullnummern stehen für das, was uns wie ein böses Omen heimsucht, wo wir dem Schicksal ausgeliefert sind, wo wir in einer Situation nicht mehr ein noch aus wissen. Glauben wir das in diesem Moment, dass Gott aus allem, was sich nach sinnlos, wertlos, versagt und verzagt anhört, etwas Sinnvolles, Wertvolles machen kann? So wie es Dietrich Bonhoeffer einmal formuliert hat in einem wunderschönen Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube auch, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Nullen verwandeln sich. Ich möchte es noch einmal mit einem eigenen Glaubensbekenntnis ausdrücken. Ich glaube, dass Gott aus den vielen Nullen meines Lebens eine ungeheuer wertvolle Summe bilden kann, wenn er seine Eins davor setzt. Und in diesem Glauben müsste meine Zukunftsangst, müsste meine existenzielle Sorge um das, kann ich genug, bin ich genug, reicht das, was ich habe und kann, ein für alle Mal überwunden sein durch Jesus Christus. Ich möchte noch einmal den eingangs erwähnten Theologen Richard Wurmbrand zitieren, der gesagt hat, ohne Gott ist das Leben ein großes Fragezeichen. Ohne Antwort. Ohne Gott ist das Leben wie ein vom Wind umhergetriebener Vogel oder wie ein tiefer See, der abwechselnd stürmisch und ruhig, geheimnisvoll und unergründlich ist. Ohne Gott ist das Leben nur eine Wolke, die von einem Ende zum anderen treibt, bis sie sich auflöst und verschwindet, ohne ein Zeugnis ihrer Existenz zurückzulassen. Nur mit Gott wird das Leben wirklich zum Leben. Suche daher Gott, sagt Richard Wurmbrand. Und wenn wir Gott suchen, dann entdecken wir neben all den Nullen auch die große Eins, die er in Jesus Christus vor unser Leben setzt. Vielleicht hat man ihnen ja mal gesagt, das kriegst du nie hin.
Es ist aussichtslos und du bist ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht sitzen sie ja so zusammengekauert wie der Junge bei seinem Pastor. Vielleicht sind sie es ja. Schau, was du hinkriegst. Das ist lauter Nullen. Ich möchte Ihnen heute Mut machen in dieser Situation. Schauen Sie auf Christus. Nehmen Sie Ihren Leidensweg, Ihre Verzweiflung als seinen Leidensweg, als seine Verzweiflung, in die er sich hineinbegab, als er auf dem Weg durch Jerusalem hin nach Golgatha unterwegs war, als er die ganzen Nullnummern der Menschheit mit sich schleppte. Mit jedem Schritt wurde die Anzahl der Nullen größer und die Last wurde schwerer. Und er ging hin, tief betrübt und verzweifelt, an den Ort, wo über die Nullen unseres Lebens das letzte Urteil gefällt wurde. Und dieses Urteil war letzten Endes ein höchstrichterlicher Freispruch. Ein Freispruch dergestalt, dass von nun an nichts mehr trennen kann von der Wiederherstellung, von der Wiedergutmachung durch Gott persönlich. Alles Versagen, alles Misslungene, alle Schuld, alle Defizite trennen uns nie mehr von der Liebe Gottes, die uns immer wieder neu annimmt, aufrichtet, erneuert und erlöst. Und ich möchte Ihnen das noch einmal zusagen mit Worten von Paulus. Er hat im Römerbrief auf wunderbare Weise zusammengefasst in Römer 8, die Verse 38 und 39. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Deshalb, wer will denn jetzt verdammen, wer will uns anklagen wegen der vielen Nullen? Jesus Christus ist hier, unsere Eins vor allem, der gestorben ist, der vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. In diesem Glauben, in diesem kindlichen, schon fast kindischen Glauben, müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Die Angst, dass in meinem Leben nur Nullen seien, dass alles nur eine große Nullnummer sein. Nein, schauen Sie es richtig an. Mit Christus wird aus Ihren Nullen eine Zahl mit unendlichem Wert. Gott liebt Sie und Gott segne Sie. Amen. Beten heißt für mich, ich habe eine Audienz
bei der höchsten Instanz, die es gibt. So resümiert ein unbekannter Beter über das Gebet. Lassen Sie uns diese Audienz jetzt wahrnehmen bei Gott persönlich. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Gebetsanliegen haben, finanzielle Sorgen, familiäre Belastungen, Probleme, Sorgen. Melden Sie sich bei uns über die Homepage oder per Telefon und teilen Sie uns Ihre Gebetsanliegen mit. Wir beten gerne dafür. Und nun lassen Sie uns füreinander und miteinander beten. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du dich einmischt in unser Leben. Du begegnest uns in der Menschlichkeit deines Sohnes. Du setzt dich unserer Wirklichkeit aus. Du veränderst sie mit der Kraft deiner Liebe. Wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist heute besonders denen, die Dunkelheit erleben, weil sie um Menschen trauern, weil sie in sich nur Leere verspüren oder weil sie es zu Hause einfach nicht aushalten. Wecke Bereitschaft, Frieden zu schließen zwischen zerstrittenen Menschen, lindere die Not der Hungernden und Heimatlosen. Befreie uns Besitzende aus der Klammer von Habgier und Selbstsucht. Heiliger Gott, lass jeden Menschen etwas vom geheimnisvollen Glanz deiner Gegenwart spüren. Und nun sende deinen Heiligen Geist, dass er uns tröste und leite, dass er uns aufrichte und unseren Blick immer wieder neu ausrichte auf dich. Und gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun schenke Ihnen Gott seine tröstliche und gelassene Gegenwart, seinen Heiligen Geist. Gehen Sie als Gesegnete in die von Gott geschenkte Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Für heute war es das in der Stunde des Höchsten. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute habe ich Ihnen noch folgende Informationen. Die CD mit Liedern von Jay Alexander können Sie bei uns auf der Homepage im SDH Online-Shop erwerben oder auch sonst überall im Buchhandel. Eine wirklich wertvolle CD mit wertvollsten Liedern. Eine kostenlose DVD vom Gottesdienst erhalten Sie gratis bei uns im Zuschauerbüro. Eventuell ist das ja auch ein schönes Geschenk für einen Menschen, den Sie gerne erfreuen möchten. Ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung, die Sie uns zukommen lassen. Gerade letzte Woche kamen wieder zwei von diesen Spendenboxen zurück, prall gefüllt mit kleinen Münzen. Danke an diejenigen, die sich so viel kreative Ideen machen, um unsere Arbeit zu unterstützen. Sie wissen, wir sind in unserer Arbeit auf Spenden angewiesen. Sie können uns helfen durch eine SMS-Spende, durch einen Telefonauftrag oder auch durch eine Online-Spende. Mehr dazu erfahren Sie bei uns auf der Homepage. Wenn Sie noch andere Menschen auf diesen Fernsehgottesdienst aufmerksam machen wollen, können Sie sich zum Beispiel solch eine DVD schicken lassen. Dort ist ein Infofilm drauf mit allem Wichtigen über diesen Fernsehgottesdienst. Den können Sie in Ihrer Gemeinde zeigen, in Ihrem Bibelkreis, wo auch immer. Knapp 5 Minuten, die alles Wesentliche über unsere Arbeit enthalten. Es gibt auch kostenlose Flyer, Plakate, Postkarten, was Sie wollen. Melden Sie sich bei uns, wir schicken es Ihnen gerne zu.
Und jetzt wünsche ich Ihnen eine von Gott gesegnete Zeit. Machen Sie es gut, behalten Sie uns in guter Erinnerung und ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dann, Gott segne Sie.